Ich rufe jetzt auf Tagesordnungspunkt 23, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Frankfurt auf dem Weg zum führenden Hightech-Standort, Herr BGF. Hört er gar nicht. Drucksache 19 aus 19. Vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Als Erstes spricht Kollege Reif. Aber ich bitte jetzt wirklich, Herr Rudolph, dass wir die Unterhaltung erstellen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 23. Juni des vergangenen Jahres haben wir das erste Mal in einer Aktuellen Stunde beantragt durch BÜNDNIS 90 die GRÜNEN über die innovativen Firmengründungen durch den Fintech-Hub in Frankfurt gesprochen und diskutiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Grund damals war, dass natürlich die Digitalisierung keinen Halt macht, auch vor der Finanzbranche. Im Gegenteil, auch hier zeigt sich die Innovationskräfte der Digitalisierung, die Chancen, aber auch Risiken zeigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was war eigentlich der Grund, der tiefere Grund? Im Finanzwesen und im Bankenwesen war die letzte große Innovation gegenüber dem Kunden die Aufstellung von Bankauszahlungsautomaten, nämlich die ATM-Maschinen. Und dann geschah gar nichts. Meine Damen und Herren, Online-Banking, das man vor 10 Jahren schon hätte einführen können, war ein Fremdwort für die Banken. Und nun erfasst diese gesamte Digitalisierung das Finanzwesen in einer Art und Weise, dass sie natürlich selbst zum Teil schwer sich dabei tun, die Dinge auf den richtigen Weg zu bringen. Und hier hat sich eine Gründerszene entwickelt, die dabei helfen, neue und interessante, smarte und kluge Innovationsprodukte in die Finanzindustrie zu bringen. Meine Damen und Herren, für Deutschland ist der digitale Zahlungsverkehr das größte Marktsegment und bietet die größten Zukunftschancen und Wachstumschancen. Das reicht vom Bezahlen per Smartphone, mit App, ohne App. Das reicht von der Digitalisierung und das Bezahlen über Bildidentifikation, Fotoüberweisung hin zu Apps und vielen anderen modernen Dingen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist bisher geschehen? Am 17. November konnte in Frankfurt durch den hessischen Wirtschaftsminister das Tech-Quartier im Pollux-Hochhaus in der Nähe der Frankfurter Messe eröffnet werden. Der führende Finanzplatz des Kontinents muss, und das ist der Anspruch, den dieses Tech-Quartier in sich vereint, muss natürlich auch die Führungsposition in Europa in der Fintech-Branche übernehmen. Und Frankfurt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist der ideale Standort dafür. Wir haben zwei Standorte, nämlich Berlin und Frankfurt. Berlin ist etwas größer, mit etwa 69 oder knapp 70 Fintech-Start-ups. Auf der anderen Seite haben wir in Frankfurt, glaube ich, mittlerweile 58 solcher Fintechs, die sich angesiedelt haben. Das heißt also, wir bündeln hier am Finanzplatz Kräfte, die so in Kontinentaleuropa nirgendwo gebündelt werden können. Die Expertise der Banken, die Expertise der Finanzindustrie, die Expertise der spezialisierten Anwälte, die Expertise der Wirtschaftsprüfer, der Steuerberater und vieler anderer Beratungsinstitutionen geben ein Vielfaches hinzu, das nicht nur in kaufmännischer Hinsicht, sondern in wissenschaftlicher Hinsicht, in Sicherheitshinsicht die Dinge richtig auf den Weg gebracht werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Tech-Quartier
ist somit nicht nur ein bloßes Gründerzentrum, das attraktive Büro- und Arbeitsflächen bietet, und damit sei es genug. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Möglichkeiten zum Austausch, zur Vernetzung, zum Kontakt mit Beratern, mit Investoren, das bereitzustellen, ist die Aufgabe des Zentrums. Darüber hinaus schafft das Zentrum in Frankfurt eine Plattform dafür, um eine Vielzahl von Fintech-Aktivitäten am Finanzplatz zu bündeln. Ich sagte es gleich. Wir bieten mit dieser Anlaufstelle Deutschland eine Möglichkeit, in diese Industrie weiter hinaus zu starten, aber auch den europäischen Markteintritt vorzubereiten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nun, was ist getan worden, um das möglich zu machen, bis zum 17. November? Das Tech-Quartier finanziert sich ausschließlich aus laufenden Mieteinnahmen und wirtschaftlichem Sponsoring. Zu den Sponsoren zählen aktuell mehrere große Banken und Beratungsinstitute, so die Commerzbank, die Deutsche Bank, die Deutsche Börse, die DZ Bank, die Helaba, die ING, die Bank, die Sparda-Bank in Hessen und eine ganze Reihe von Beratungsunternehmen an der Spitze Ernst Young, KPMG, PwC und Allen & Overy, die internationale Anwaltssozietät. Das Tech-Quartier ist übrigens gegründet worden auf Initiative der Landesregierung, unseres Wirtschaftsministers und von der Frankfurt Main Finance e.V., die das Fintech-Dialogforum entwickelt hat. Gründungsgesellschafter sind neben der Johann Wolfgang Goethe-Universität, die Wirtschafts- und Infrastrukturbank, die WIBank, die Technische Universität Darmstadt hat in der letzten Woche den Notarvertrag unterschrieben, und die Stadt Frankfurt möchte gerne ebenfalls Gesellschafter werden. Aber da scheint es an Kleinigkeiten zu hapern. Ich frage nur, was die Kleinigkeiten sind. Der Staatsminister, das sollte ja schon im September oder Oktober des vergangenen Jahres geschehen. Offenbar hat Frankfurt wichtigere und bedeutendere Angelegenheiten zu klären. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man muss natürlich auch sagen, wir möchten nicht nur, dass diese Fintechs begleitet werden von Banken, von großen Institutionen. Der Charme von Start-up-Unternehmen liegt darin, dass sich private Investoren, das heißt also Investoren mit ihrem eigenen, mit ihrem persönlichen Geld an solchen Gründerunternehmen beteiligen, sie dann auch begleiten in wirtschaftlicher Hinsicht mit ihrem eigenen Netzwerk, mit ihren Möglichkeiten auch der Verbindungen und auch der direkten Einflussnahme und der Direktberatung. Dann wird ein Start-up-Unternehmen in einer besonderen Form begleitet, privat begleitet und hat auch dann den Erfolg. Die einzigartige Voraussetzung für so etwas liegt eben darin, dass wir diese Möglichkeiten auch nutzen. Das ist im Silicon Valley so, das ist in New York so und das ist an den anderen Plätzen so. Ich will dazu sagen, wir sind jetzt nur gestartet und haben einen bisher schon ganz ansehnlichen Erfolg. Aber es ist ein weiter Weg, beispielsweise um an die Erfolge anzuknüpfen, die man in Amerika an der Westküste und an der Ostküste im Silicon Valley und in New York beobachten kann. Aber wir sind in Kontinentaleuropa der größte Finanzplatz, und unser Anspruch muss sein, auch mit dieser Fintech-Start-up-Industrie der wichtigste Platz in Kontinentaleuropa zu werden. Und wenn wir uns vergleichen, dann muss man sagen, wir sind zwar noch hinter London, und das werden wir auch noch einige Zeit bleiben, aber wir sind vor Singapur, wir sind
vor Hongkong und wir sind vor Australien. Und das ist schon etwas, wenn man die Dynamik der asiatischen Märkte einmal beobachtet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist wichtig, dass die universitäre Vernetzung im Rhein-Main-Gebiet mit einem großen Beitrag dort leisten kann. Die TU in Darmstadt ist mit ihrem internationalen Renommee auf dem Gebiet der IT und in ihren besonderen Stärken in der IT-Sicherheit ein geradezu idealer Partner. Denn IT-Sicherheit und Sicherheit im Generellen ist ein ganz großes Thema in der Finanzindustrie. Und ohne diese Beratung, ohne diese Expertise der renommierten TU in Darmstadt wären die Fintech-Start-ups nicht ganz komplett. Und, insgesamt, Herr Kollege Reif, Sie müssen dann langsam zum Schluss kommen. In Darmstadt eine ideale Voraussetzung. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, man könnte noch eine Vielzahl an Argumenten bringen, wieso das an unserem Standort in Hessen und insbesondere im Rhein-Main-Gebiet eine gute Voraussetzung ist, neue Gründer in unser Land zu holen, neue und erfolgreiche Gründer zu holen. Eines will ich allerdings noch sagen. Neben dem Erfolg liegt auch das Scheitern. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass das Scheitern in dieser Industrie eine Aufgabe ist, die wir nicht minimieren können, aber die wir in Grenzen halten müssen. Und wir dürfen nicht solche Firmen diskriminieren, die auf einmal gescheitert sind, sondern ihnen helfen. Herr Kollege Reif, Sie sind ja sehr lieb, aber Sie müssen langsam, ich mache mir ja Sorge, ob Sie noch, wie lange Sie stehen können. Bitte sehr, Sie haben noch das Wort. Ich will nur, dass wir fröhlich diese Initiative unterstützen. Und wenn das die Opposition durch Herrn Eckert und Herrn Lenders auch noch tun, wird das ein grandioser Erfolg in unserem Lande Hessen. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Kollege Reif. Es war beeindruckend, Ihre Standfestigkeit. Dann darf ich als nächsten Redner den Kollegen Kai Klose, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, bitten. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich kann mich den Wünschen vom Kollegen Reif zum Schluss zwar anschließen, will aber schon eingangs mal sagen, dass der Erfolg dieses Projekts glücklicherweise nicht davon abhängt, ob Herr Lenders und Herr Eckert es auch mittragen. Herr Präsident, einige der wenig charmanten Urteile, mit denen wir politische Entscheidungsträgerinnen und Träger ja gerne konfrontiert werden, lauten ja, Politik sei langsam, entscheidungsschwach und sie hinke aktuellen Themen hinterher. Ich finde, die Entwicklung Frankfurt-Rhein-Mainz zum führenden Fintech-Standort widerlegt das geradezu beispielhaft. Diese Entwicklung ist nämlich ein hervorragendes Beispiel für schnelle, gut vorbereitete und gemeinsam mit wichtigen wirtschaftlichen Akteuren vorgenommene Weichenstellungen. Und ich finde, Herr Minister, darauf können Ihre Mitarbeiter und Sie auch wirklich stolz sein. Es war vor ziemlich genau einem Jahr, dass in der Frankfurter Universität auf Einladung des hessischen Wirtschaftsministers 9 Konzepte für ein Fintech-Zentrum in Frankfurt vorgestellt wurden. Es war genau der richtige Schritt, um einen Ort zu schaffen, an dem man die Dienstleister der Finanztechnologie zusammenführt und Räume für Gründungen zur Verfügung stellt. Frankfurt als die Stadt in Kontinentaleuropa, die innovative IT-Firmen, forschungsstarke Hochschulen und einen einzigartigen internationalen Bankenplatz beherbergt, verfügt über hervorragende Voraussetzungen. Und wohlgemerkt, diese Weichen wurden zu einer Zeit gestellt, als niemand auf einen Brexit gewettet hätte. Und im vergangenen März dann hat Staatsminister Al-Wazir im Rahmen seiner umfassenden Regierungserklärung Digitales Hessen dargelegt, wie die Landesregierung den stattfindenden Wandel durch Digitalisierung analysiert,
welche Chancen, aber auch welche Risiken sie für unser Land und seine Bürgerinnen und Bürger sieht und welche Maßnahmen sie ergreifen will. Bei der damaligen Debatte wurde neben den Veränderungen, die die Digitalisierung für unser Zusammenleben und unsere Arbeitswelten mit sich bringt, ja auch bereits auf die Umbrüche im Finanzdienstleistungsbereich, der Frankfurt ja stark prägt, eingegangen. Und schon in den 10 Monaten, die seither vergangen sind, ist viel passiert, und es lohnt sich, die Finanztechnologieanbieter, eben jene Fintechs, heute einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Woher kommt eigentlich Ihr Erfolg? Und ich glaube, er hat mindestens 3 zentrale Ursachen. Erstens, die immer intensivere Nutzung der Informationstechnik folgt einem allgemeinen Trend, der natürlich auch vor dem Finanzbereich nicht Halt macht. Zunächst wurden das interne Rechnungswesen und der Zahlungsverkehr zwischen den Geldhäusern automatisiert. Überweisungen auf einem Papierformular mit Durchschlag sind ja nun beinahe schon Geschichte, und längst werden zahlreiche Bankgeschäfte ohnehin online abgewickelt. Zweitens. Der Druck auf das Bankgewerbe und auf Finanzdienstleister im Allgemeinen ist enorm, und er hat in den letzten Jahren nochmals zugenommen. Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise nach der Lehman-Pleite 2008 hat dazu geführt, dass das Vertrauen in die Banken gesunken ist. Die regulatorischen Anforderungen sind seither aus guten Gründen deutlich gestiegen. Und mit der Dresdner Bank ist eine der ehemals 3 großen deutschen Geschäftsbanken verschwunden. An der Commerzbank ist die Bundesrepublik Deutschland immer noch mit rund 15% beteiligt, und die Turbulenzen, in denen sich die Deutsche Bank befindet, sorgen ja fast wöchentlich für neue besorgte Schlagzeilen. Und nicht zuletzt setzt natürlich auch die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank die klassischen Geldinstitute unter Druck. Die schrumpfenden Zinsmargen schmälern die Gewinne auch der Genossenschaftsbanken und der Sparkassen. Und das klassische Sparbuch kann noch weniger als je zuvor mit anderen Geldanlagen konkurrieren. Dennoch ist insbesondere der deutsche Kunde nur selten bereit, in ertragreichere, riskantere Anlagen zu investieren. Und auch aufgrund dieser Faktoren ist es kein Wunder, dass die Zahl der Beschäftigten im Kreditgewerbe Jahr für Jahr sinkt. Zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2015 schrumpfte sie um 19%, und dieser Schrumpfungsprozess hält an. Hier haben wir als politisch Verantwortliche auch eine besondere Verantwortung für die Beschäftigten. Und all diese Rahmenbedingungen führen zu erheblichem Veränderungs- und Erneuerungsdruck, und genau da setzen die Fintechs an. Die Konzentration auf Teile der Dienstleistungen einer klassischen Bank, dafür aber vergleichsweise einfach per Web oder App nutzbar, und die intensive IT-Nutzung machen die Angebote der Fintechs bequemer und preiswerter. Ich will das einmal ein paar Beispielen griffiger machen. Fintechs ermöglichen beispielsweise bequeme bargeldlose Zahlungsabwicklung oder das Inkasso von Forderungen. Sie bieten leicht zugängliche Wege zu sparen oder die Eröffnung und Verwaltung eines kompletten Wertpapierdepots. Sie dienen der Finanzberatung oder sie stellen maßgeschneiderte Versicherungslösungen zur Verfügung. Sie sind also in hohem Maße spezialisiert. Und dann stellt sich die Frage, warum bringt der Kunde eigentlich anonymen Fintechs, die ihm als App oder Webplattform begegnen, Vertrauen entgegen, obwohl es ja um heikle Geldangelegenheiten geht und schon beim Online-Banking Angst vor Datenklau und Missbrauch besteht. Und eine wesentliche Antwort darauf ist, dass das Verhältnis zwischen traditionellen Banken und Kunden seit der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise nachhaltig gestört ist. Banken sind eben nicht mehr die sichere Alternative. Eine Studie von Ernst & Young aus dem Oktober hat gezeigt, dass bei 37% der Deutschen im vergangenen Jahr das Vertrauen in die Banken gesunken, nur bei 11% gestiegen ist. Nur die Hälfte der Befragten bringt der eigenen Hausbank noch volles Vertrauen entgegen. Und gerade auf dem Kapitalmarkt ist Vertrauen ja eine zentrale Ressource. Und deshalb ist es aus unserer Sicht notwendig, dass der Staat für einheitliche Wettbewerbsbedingungen sorgt, die eine innovationsfreundliche und ausgewogene Regulierung aller Finanzdienstleistungen umfasst, seien sie analog oder digital. Auch hier kann uns der im neu geschaffenen Tech-Quartier in Frankfurt ermöglichte Austausch zwischen Banken, Fintechs und Wissenschaft voranbringen.
In der erwähnten Studie belegt Ernst & Young außerdem, dass immerhin 28% der Deutschen in den vergangenen 12 Monaten Finanzprodukte oder Dienstleistungen über das Netz und nicht von einer Bank bezogen haben. International lag dieser Anteil bereits bei 47%, was nur unterstreicht, wie groß das Potenzial für Fintechs gerade in Deutschland ist. Und es gibt in Kontinentaleuropa keinen besseren Ort, um dieses Potenzial zu heben, als den Finanzplatz Frankfurt im Herzen Hessens, meine Damen und Herren. Frankfurt ist der führende Finanzstandort. Hier treffen umfassende Kontakte in die gesamte Finanzbranche mit dem großen Potenzial vieler speziell qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen. Und dass der Austritt Großbritanniens aus der EU die Bedeutung Frankfurts weiter steigern wird, das liegt ja auf der Hand. Frankfurt ist aber ebenso ein herausragender IT-Standort und nicht umsonst von der Bundesregierung zu einem der 5 bundesweiten Digital Hubs ausgewählt worden, natürlich mit dem Schwerpunkt Finanzdienstleistungen und Fintechs. Und nicht zuletzt befinden sich in Frankfurt und der Metropolregion namhafte Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die ihre Schwerpunkte sowohl im Finanzmarkt als auch im Bereich Informationstechnologie setzen. Und genau an diesen vorhandenen Stärken setzen wir an, wenn die Landesregierung gemeinsam mit anderen Akteuren die Rahmenbedingungen für Finanztechnologie weiter verbessert, die Qualitäten des Finanzplatzes noch stärker in das Bewusstsein von Gründerinnen und Gründern rückt und die vielfältigen Fintech-Aktivitäten bündelt. Fintechs stehen an der Spitze der Innovation in der Finanzbranche. Ihre Rolle ist vielleicht am ehesten vergleichbar mit der Rolle des Internethandels in der Handelsbranche vor 10 Jahren, der erheblichen Innovations-, aber eben auch Verdrängungsdruck ausgelöst hat. Und auch deshalb ist es auch im eigenen Interesse der Banken, von den Fintechs zu lernen, mit ihnen zu kooperieren und durchaus auch ihr Leistungsangebot für das eigene Geschäft zu nutzen. Und das von Ihnen geschaffene Tech-Quartier in Pollux ist deshalb im besten Sinne ein Ort der Vernetzung. Es bietet Kontakte, Vermarktungschancen, wissenschaftliches Know-how, aber auch Förderberatung unter einem Dach und ist so ein attraktiver Standort für Fintechs. Gegenwärtig bestehen dort bereits 120 Arbeitsplätze. Eine Erweiterung ist bereits in Angriff genommen. Und dass es gelungen ist, eine solche zentrale Anlaufstelle innerhalb nur eines Jahres zu schaffen und namhafte Unternehmen der Finanzbranche für ihre Finanzierung zu gewinnen, nötigt ja nicht nur der FAZ. Respekt ab, Herr Minister. Frankfurt bietet also nicht nur bereits gute Rahmenbedingungen für die Finanztechnologien. Die Landesregierung sorgt auch dafür, dass diese sich weiter verbessern. Das nutzt den Fintech-Unternehmen ebenso wie den klassischen Banken, und es dient damit der Wirtschaftskraft der gesamten Region. Schreiben Sie diese Erfolgsgeschichte fort, Herr Minister. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Klose. Das Wort hat der Abg. Tobias Eckert, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Grunde könnte ich meine Einschätzungen zum Thema Fintech-Standort Frankfurt und Hessen mit Verweis auf die 77. Sitzung des Hessischen Landtags vom 23.06. des letzten Jahres zu Protokoll geben. Denn gerade da haben wir uns ja fast identisch mit demselben Thema beschäftigt. Und da hat sich auch an unseren Auffassungen nichts verändert, meine Damen und Herren. Aber ich will den Ball dankend aufnehmen, weil wenn der Kollege Reif betont, dass der Erfolg von hessischen Initiativen daran liegt, dass insbesondere auch die hessische Sozialdemokratie entsprechend sich aktiv mit einbringt, will ich zumindest sagen, falsch ist diese Einschätzung nicht, Herr Reif. Am Ende will ich aber bei dem Thema auch sagen, auch falsch ist die Initiative des Landes nicht. Es ist nicht so, dass ich ja hier den Minister dann kritisiere, wenn er es verdient hat, und dann ihn lobe und dann sage, es ist was gut, wenn es auch so ist. Insoweit braucht es natürlich am Ende des Themas eine Beschäftigung, weil wir alle ein Interesse daran haben, mittelfristig uns damit zu beschäftigen, was auch in der Zukunft in den Bankentürmen in Frankfurt noch an Finanzwirtschaft überhaupt sitzt. All diese Fragen von Veränderungen der Finanzwirtschaft sollten uns als hessische Politik natürlich ganz stark antreiben und nicht darauf warten, dass sich Trends fortsetzen und irgendwo in der Welt
verselbstständigen, sondern sie aktiv angehen. Und da bin ich dann bei der Frage gerade auch von regulatorischen Debatten, die wir ja insbesondere auf Bundesebene führen, die Frage von Sicherheit, Seriosität und Verbraucherschutz in gerade diesen Bereichen der Fintechs. All diese Themen, die wir im Bund diskutieren, dass die Finanzwirtschaft der Realwirtschaft zu dienen hat und es eben nicht umgekehrt zu sein hat, diese Fragen sind wichtig. Und, Herr Minister, da würde ich mir dann auch natürlich die deutliche Einmischung aus Hessen heraus in die Bundesdebatten natürlich stärker wünschen. Denn wir mit Frankfurt als der Hauptstadt sozusagen der Regulation im Bereich der Finanzwirtschaft von Kontinentaleuropa haben da natürlich ein gesteigertes Interesse daran, uns hiermit aktiv und lautstark auch einzumischen, meine Damen und Herren. Daneben ist es dann die Frage auch natürlich der Fachkräfte, die in diesen Bereichen dann tätig sind. Denn am Ende sind es Menschen. Bei aller technischen Veränderung, die die handelnden Akteure sind, sie bleiben mit ihrem Wissen, ihren Fähigkeiten und Ideen die Treiber von Veränderungen und Innovationen. Und deswegen geht es uns bei dieser Thematik immer wieder, und das habe ich auch beim letzten Mal sehr stark noch einmal in den Fokus genommen gehabt, was bedeutet das für Arbeit und Beschäftigung von morgen? Was sind die Fragen, die Zukunftsherausforderungen im Bereich von Beschäftigung hier bei uns in Hessen, bei uns in Deutschland? Denn Technik allein ist kein Selbstzweck, sondern wenn wir sie in Beschäftigung und Wachstum entsprechend ummünzen können, dann erst haben wir den Erfolg aus dieser technologischen Entwicklung, meine Damen und Herren. Und der dritte Bereich, mit dem wir uns dann heute auch hier mit in Ihrem Antrag beschäftigen, ist die Frage der Innovationskraft im Standortwettbewerb der Finanzbranche. Gerade für die Fortentwicklung und den langfristigen Erfolg des Finanzplatzes Frankfurt im internationalen Finanzgeschehen bedarf es einer spürbaren Innovationskraft. Nur ein für Trends aufgeschlossener Finanzstandort kann sich auf Dauer im Wettbewerb erfolgreich positionieren, wenn man aber auf der anderen Seite eben nicht mit großem Hallo jeder neuen Idee blindlings nachzurennen möchte. Denn wir wissen auch, wer manchmal zu früh läuft, muss nicht derjenige sein, der das beste Ergebnis liefert. Deswegen ist, glaube ich, auch die Terminierung, der Einstieg mit dem Thema sich zu beschäftigen, auch sicherlich alles andere als falsch gewählt, meine Damen und Herren. Denn viele Veränderungen, die wir debattieren, ist die zentrale Frage in der Veränderung der Finanzbranche natürlich auch eine, die der technologiefokussierten Geschäftsmodelle, eben der sogenannten Fintechs, sicherlich mit die entscheidende und zentrale. Bei der digitalen Transformation handelt es sich um eine grundlegende Veränderung unseres Wirtschaftens, der Wirtschaft generell und der Finanzbranche, die diese grundlegend modifizieren wird, meine Damen und Herren. In der wandelnden Finanzwelt werden immer neue Produkte und Dienstleistungen entstehen, weitere Vertriebskanäle erschlossen und interne Geschäftsabläufe verändert. Deshalb ist es richtig, wenn man, wie die Helaba 2016 geschrieben hat, von den Synergieeffekten der klassischen Banken und den sogenannten nerdigen Fintechs als Chance und Herausforderung für den Standort Frankfurt zu sprechen. Und da müssen wir uns als Hessen nicht hinter anderen Standorten verstecken. Und ja, wir brauchen da Ideen und Initiativen wie z.B. der des Landes, aber wie der von vielen anderen auch. Und da will ich nur als ein Beispiel das der Deutschen Börse und viele anderen ansprechen, die sich in diesen Bereichen in Frankfurt tummeln, die da mithelfen, kreative junge Köpfe mit der klassischen Bankenwelt zusammenzubringen, die mithelfen, eben diese Gruppen mit Regulationsbehörden zusammenzubringen, diese entsprechend sich in einem sich gegenseitig befördernden Ökosystem wachsen und gedeihen zu lassen. All das, da ist Frankfurt reich an Initiativen, und das Land ist da eine entsprechend, die mit sich da tummelt. Aber das Land ist nicht nur wichtig, sondern es ist notwendig, den Bund ins Spiel zu bringen, wie Sie das auch mit Ihrem Antrag auch hier noch einmal erwähnt haben. Dass Frankfurt beim IT-Gipfel im November 2016 als nationale Digital Hub-Initiative im Bereich Finanzdienstleistungen und Fintechs ausgerufen wurde, ist, wie ich finde, nur folgerichtig und unterstreicht. Das Thema Finanzstandort Frankfurt ist nicht nur ein hessisches Thema, sondern es hat auch die Berliner Republik zu interessieren. Deswegen an dieser Stelle der herzliche Dank an das Bundeswirtschaftsministerium, die ja diese zentrale Organisation da auch mit vorgenommen hat und klar sicherlich richtig diese Entscheidung getroffen hat, hier Frankfurt mit zu unterstützen. Und ich glaube auch,
Und ich glaube auch, meine Damen und Herren, neben dem Dank an den bisherigen Wirtschaftsminister, sind wir da sicherlich auch künftig bei der neuen Wirtschaftsministerin dann auch sicherlich in guten Fahrwassern als Hessen. Wir haben natürlich ein paar Themen, Herr Minister. Da sind wir, glaube ich, uns in den inhaltlichen Überzeugungen näher. Und wir wissen auch, wie der Name lautet von denen, die die Probleme uns bereiten. Nämlich der Name derjenigen lautet, das ist die Union. Das ist die Frage auf Bundesebene im Bereich Venture Capital Gesetz und andere Themen mehr, Herr Minister. Da gerne Zangenbewegung. Wir reden jeweils unterschiedlich mit den Kolleginnen und Kollegen der Union, dass sich vielleicht dort in dem Bereich auch tatsächlich etwas tut. Ich glaube, es wäre notwendig und richtig. Beim IT-Gipfel auf der Bundesebene sind auch andere Standorte als Digital Hub-Initiativen mit benannt worden. Man kann jetzt darüber streiten, dass gerade beim Internet der Dinge Berlin ein guter Standort sein mag. Das kann man sehen, wie man will. Aber ich glaube, und da will ich jetzt den Schlenker noch einmal auf Hessen zum Schluss machen, neben dem Thema Fintechs, Fintechs alleine ist doch nicht digitale Transformation, mit der wir uns als Land zu beschäftigen haben. Sondern da wären Initiativen des Landes noch einmal gefragt, gerade auch das Know-how, was wir in Südhessen in und um Darmstadt haben, dass wir da das Zeitfenster bis zum Beispiel zum 15. März diesen Jahres nehmen, um in der zweiten Phase dieser Initiative des Bundes uns zu positionieren mit einem weiteren Digital Hub in Hessen, wenn wir die Themen da, wo wir stark sind, verbinden. IT-Sicherheit auf der anderen Seite, auf der anderen Seite entsprechend die Frage der Veränderung von Produktion, Stichwort Industrie 4.0, all das, was wir in Südhessen schon haben, vom CRISP angefangen über die Frage von Arbeit und Beschäftigung von Produktion unter der Überschrift TU Darmstadt, alles, was dort ist, das ist es wert, dass wir dort uns positionieren und entsprechend neben dem Thema Fintechs sicherlich als Hessen ein großes Interesse haben, diese Bereiche weiter voranzutreiben und unsere Antworten zu finden im Interesse von heimischer Wirtschaft, von Beschäftigung und Wachstum vor Ort. Meine Damen und Herren, deswegen aus dieser Mischung heraus wird das Thema erst wirklich spannend für uns als Hessen, für uns als Wirtschaftsstandort. Auf der einen Seite die Finanzen aus der klassischen Bankenbranche kommen, auf der einen anderen Seite das Thema Sicherheit, der IT-Sicherheit und das dritte Frankfurt als Regulierungshauptstadt Kontinentaleuropas. Das zusammen wäre, glaube ich, in unser aller Interesse, im Interesse der Kunden, der Wirtschaft, des Standortes, der Beschäftigten. Da sind Initiativen gefragt und, lieber Kollege Reif, nicht der zweite oder dritte Aufguss von Holla, wir sind so toll. Das haben wir beim letzten Mal schon gemacht, das haben Sie erwähnt. Es muss vorangehen, das könnte man tun, da muss man was tun. Und vielleicht diskutieren wir tatsächlich dann in 6 Monaten, wenn wir dann beim nächsten Mal sozusagen uns mit dem Thema beschäftigen, durch einen Antrag von Ihnen in der Debatte rund neben nicht nur um Fintech-Entwicklung, sondern die Frage von Digitalisierung, digitaler Transformation unserer Geschäftswelt, den Initiativen des Landes. All da ist sicherlich Politik noch gefragt, Herr Minister, und da, Herr Reif, Sie haben uns, was das angeht, durchaus an Ihrer Seite mit der klaren Fokussierung auf die Frage, was bedeutet das für Arbeit und Beschäftigung für uns für morgen hier in Hessen. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, und da würde ich mir genauso viel Engagement des Ministers wünschen wie in der Frage rund um Fintechs. Da können wir gemeinsam noch ein bisschen dran arbeiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Eckert. Nächster Redner ist der Abg. Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, Herr Eckert, mir ist es auch so gegangen, als ich diesen Setzpunkt gesehen habe. War ich auch in der Versuchung, die Rede vom letzten Mal zu Protokoll zu geben. Meine Damen und Herren, vielleicht war es ein bisschen zu viel Lob, dass sich die Landesregierung und CDU gesagt hat, das war so schön, da haben wir so viel Lob erfahren, das machen wir einfach noch einmal, weil ansonsten haben wir ja nicht so viel zu feiern. Also stellen wir uns mal ein bisschen darauf ein, das kommt jetzt noch ein paar Mal. Aber, meine Damen und Herren, Herr Al-Wazir hat ja davon gesprochen, dass hier etwas Großes geschaffen wurde in Frankfurt. Frankfurt auf dem Weg zum führenden Fintech-Standort. So richtig, wie das ist, die Entscheidung, in Frankfurt etwas zu bewegen. Und der Kollege Reif hat auch
ja viel erklärt, wo die Reise hingeht zukünftig, was die digitale Finanzwelt anbelangt. Ralf, ein bisschen habe ich dann noch die Bitcoins vermisst. Da muss man zur Kenntnis nehmen, dass andere Länder schon längst beim Produzieren von Bitcoins sind, was eine neue Währung werden wird, was mit Sicherheit ein bisschen eine Revolution darstellen wird. Da könnten wir auch mal lange darüber diskutieren. Das wäre sicherlich wert. Was passiert eigentlich mit dem Bargeld zukünftig hier in Deutschland? Meine Damen und Herren, aber am Ende ist dieses Fördern eines Tech-Quartiers etwas, was wir auch in der Vergangenheit schon kannten. Das sind die Gründerzentren, die wir wie flächendeckend eröffnet haben. Start-ups, das war auch der Versuch in der Zeit des neuen Marktes. Der eine oder andere erinnert sich da noch daran. Da haben wir flächendeckend Gründerzentren geschaffen, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es nicht ganz so etwas Neues, wie es jetzt hier uns suggeriert wird. Meine Damen und Herren, Tech-Quartiere, das darf nicht nur zu einer politischen Showveranstaltung werden. Es ist eben nicht ausreichend, nur ein paar leerstehende Büroflächen zu füllen, ein bisschen Synergien zu sorgen. Nein, meine Damen und Herren, da müssen wir dann schon noch einmal etwas intensiver in so eine Diskussion auch mal einsteigen. Warum sage ich das? Die Börsenzeitung hat es zum Beispiel problematisiert und hat gesagt, Zitat der Börsenzeitung vom 10. September, auf der anderen Seite wird in der Finanzkrise moniert, dass nachdem das Land und sein Förderinstitut die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen das Vorhaben an sich gezogen hätte, es diesem aber an Unternehmertum fehle. Stattdessen spielen nun politische Eitelkeiten eine Rolle. Da geht es darum, wer die Lorbeeren bekommt, heißt es bei den Beobachtern, das sei wahnsinnig schade. Deswegen nicht so oft das Thema hier zu einer Showveranstaltung verkommen lassen. Meine Damen und Herren, wenn wir etwas brauchen, dann ist das sicher etwas wie eine Gründerkultur. Und der Kollege Eckert hat eben auch darauf hingewiesen, es ist tatsächlich, dass Gründer vor allen Dingen Geld brauchen. Der Begriff des Huspe ist heute in der vorigen Debatte ja schon ein paar Mal gefallen. Wenn Sie nach Israel fahren und sich dort mit den Menschen unterhalten, die eine breite Gründerszene haben, mit vielen Start-ups sich unterhalten, dann fragen Sie, was ist denn jetzt hier so Besonderes an Israel? Warum blüht denn das hier auf? Und dann bekommt man diesen Begriff der Huspe als erstes genannt. Das ist eine Geisteshaltung, meine Damen und Herren. Und diese Geisteshaltung zu einer Gründerkultur, die müssen wir vor allen Dingen annehmen und einlegen, damit wir dann wirklich auch solche Dinge wie das Finanztech dann auch nach vorne bringen, meine Damen und Herren. Wir haben es bei den Gründungen, bei der Gründungsfinanzierung immer noch damit zu tun, dass wir nach dem Wirtschaftswunder in Deutschland eine bankenfinanzierte Gründerkultur haben. Und diese Finanzierungsart stößt mittlerweile an ihre Grenzen. Nicht nur, weil den Banken ihr Finanzierungsmodell verloren geht, nein, weil sich Banken eben auch stark an dem Prinzip des Shareholder Value orientieren. Nur dass in diesem Fall, gerade was es die Gründer anbelangt, der Shareholder ja gar kein Interesse daran haben kann, dass überhaupt gar keine Kredite ausfallen. Meine Damen und Herren, wir als Landtag stellen der WI-Bank, der Förderbank, Gelder zur Verfügung, weil Gründer auch scheitern dürfen. Und wenn Sie sich die Geschäftsberichte der WI-Bank anschauen, muss man feststellen, ob dieses Prinzip dort wirklich verinnerlicht wird. Ich glaube, wir müssen ein bisschen über eine neue Finanzierungsart nachdenken. Und da mag es auch sinnvoll erscheinen, vielleicht einmal in andere Länder zu blicken, wo Venture Capital eine ganz andere Rolle spielt. Ich bin froh, Herr Eckert, dass Sie das eben auch angesprochen haben, dass Sie jetzt sozusagen mit den GRÜNEN zusammen die CDU da in die Zange nehmen wollen. Ich hatte eigentlich wirtschaftliche Vernunft auch immer bei der CDU verordnet. Sie mögen das anders sehen, meine Damen und Herren. Aber für Venture Capital brauchen wir eben auch die entsprechenden Rahmenbedingungen. Und unser Vorschlag ist, dass wir in Hessen einen Venture Capital Fonds auflegen,
meine Damen und Herren, damit wir eben auch privates Kapital mit hier hineinnehmen können. Auch dort sehen wir, dass eine viel höhere Risikobereitschaft da ist, dass es auch teilweise auch schon hervorragend funktioniert, aber eben noch viel zu wenig bei innovativen Unternehmen. Wir könnten als Hessen solch einen Venture Capital Fonds auflegen bei der WI Bank. Das kann man durchaus machen. Aber wir brauchen vor allen Dingen eine Geistesgrundhaltung, die dazu dient, dass wir wirklich zu einer Gründerkultur kommen. Meine Damen und Herren, wir brauchen endlich eine neue Herangehensweise. Es ist gut, dass im Antrag von CDU und Grünen zitiert wurde die Studie von Ernst und Young, die feststellt, dass Frankfurt beim Thema ThinkTech aufgeholt hat, übrigens auch schon bevor das Tech-Quartier geöffnet hatte. Aber, meine Damen und Herren, was schreiben die da noch? Allerdings hapert es vor allem noch an der Finanzierung, die von allen Befragten als wichtigster Punkt gesehen wird. Die Finanzierung ist der Schlüssel zum Erfolg, und deshalb müssen wir hier die Weichen anders stellen. Wir brauchen eine Erleichterung, Zugang zu Risikokapital und einen Venture Capital Fonds des Landes, um wirklich nach vorne zu kommen. Meine Damen und Herren, dem brauche ich eigentlich gar nichts mehr zuzufügen. Was wir aber auch noch brauchen, ist eben diese Gründerkultur und entsprechende Rahmenbedingungen. Und, meine Damen und Herren, wenn wir uns dann anschauen, was gerade die Frage Gründerkultur das Kultusministerium gemacht hat, nämlich jeden Gründergeist schon in der Schule abzuwürgen, dass die Lehrmaterialien jetzt quasi überarbeitet werden dürfen, dass Unternehmen überhaupt keinen Zugang mehr zu Schülern haben, meine Damen und Herren, das macht eine Gründerkultur kaputt. Und, meine Damen und Herren, der Erlass des Kultusministeriums ist dermaßen kontraproduktiv zu all dem Positiven, was wir jetzt zu den Initiativen in Frankfurt diskutieren. Nein, meine Damen und Herren, schon Schüler müssen verstehen, dass ein Unternehmer, dass eine Selbstständigkeit eben auch eine Zukunftsperspektive ist. Und wir brauchen eben keine Lehrer, die jungen Menschen davor warnen, sich selbstständig zu machen. Somit schaffen wir keine Gründerkultur in Hessen. Die Zeit geht zu Ende. Es wäre noch viel zu sagen zum Thema Regulierungsumfeld, auf welche bürokratischen Hemmnisse Gründer stoßen, schon alleine, wenn sie ein Gewerbe anmelden wollen, wenn Banken bitte nach einer Landesbürgschaft fragen, einer privaten Bürgschaft fragen, nach der Zession fragen, nach Forderungsabtretung, nach Sicherheitsübereignung. Meine Damen und Herren, nein, das kann so sicherlich nicht der richtige Weg sein. Ein Gründer muss auch scheitern dürfen. Wir als Land können die vernünftigen Rahmenbedingungen stellen, meine Damen und Herren, und Gründer, Thinktank, Huspe zu haben, das ist eine Geisteshaltung, und die müssen wir alle miteinander einnehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lenders. Es spricht jetzt die Frau Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Oder eine Sänfte vielleicht. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Schwarz-Grün freut sich heute darüber, dass die Bundesregierung die Förderbank WIBank und die Universitäten in unterschiedlicher Art und Weise Fördermittel für Finanz-Start-ups bereitstellen. Gesponsert wird das Ganze von privaten Banken. Um was geht das? Fintechs, kurz für Finanztechnologie, ist erst einmal ein gehypter Trendbegriff, genauso wie Start-up. Und hinter diesen unscharfen Begriffen verbirgt sich ein Sammelsurium von völlig unterschiedlichen Geschäftsmodellen, die in der Regel auf einer Automatisierung von Finanzprozessen beruhen. Sie setzen auf Automatisierung, wo vorher vielleicht noch Menschen beteiligt waren. Sie versuchen, durch Algorithmen Geld aus dem Nichts zu schaffen und dabei den Einsatz menschlicher Arbeitskraft so klein wie nötig zu halten.
und so klein wie möglich zu halten. Manche sind sicher auch sinnvolle Neuerungen für Kundinnen und Kunden. Sie bringen für Privatkunden niedrigere Gebühren, z. B. bei Auslandsüberweisungen. Kleinbetriebe z. B. können von Crowdfunding oder alternativen Zahlungsverfahren profitieren. Und es mag auch ein positiver Nebeneffekt sein, wenn die etablierten Banken durch die neue Konkurrenz dazu getrieben werden, kundenfreundlichere Dienstleistungen anzubieten. Gleichzeitig gibt es aber auch ganz neue Felder, digitale Währungen, automatisierte Anlageverfahren oder Auftragsvermittlung. Und hier muss sich erst noch herausstellen, ob sie nur eine Spielwiese für Zocker sind oder ob es wirklich eine sinnvolle Bereicherung des Finanzsektors ist, also primär dem Einsammeln von Spareinlagen und dem Verteilen von Krediten dienlich sind. Und wir sind da zunächst einmal sehr skeptisch. Klar ist für mich auch, eine Aufgabe der hessischen Hochschulen ist das alles schon einmal nicht. Wir sind deshalb skeptisch, weil ich glaube, man schon feststellen muss, dass das, was die Finanzindustrie in den letzten Jahren und Jahrzehnten so an Innovationen hervorgebracht hat, nicht gerade zum Wohl der Allgemeinheit gewesen ist, um es einmal ganz vorsichtig auszudrücken, oder um es mit den Worten von Paul Volcker, dem ehemaligen Chef der US-amerikanischen Fed, zu sagen, außer dem Geldautomaten habe die Branche in den letzten 25 Jahren keine nützlichen Innovationen hervorgebracht. Deshalb finde ich, ist zumindest auch Vorsicht angebracht, wenn wir jetzt hier über neue innovative Unternehmen und Produkte in der Finanzbranche reden. Die Automatisierung bedeutet auch oft den Wegfall von persönlicher Beratung und damit letztlich auch von Arbeitsplätzen. Klar, auch bei den klassischen Banken wird schon jetzt sehr viel automatisiert. Aber gerade bei den kleineren Instituten entscheidet eben am Ende immer noch ein Mensch über den Kredit. Die automatisierten Modelle basieren aber rein auf Daten. Das Stichwort hier ist Big Data. Wer im Scoring schlecht abschneidet oder sonst wie aus dem Raster fällt, hat unter Umständen ein Problem. Neue automatisierte Spielwiesen für Zocker, um jeden Preis in Frankfurt anzusiedeln, nein, das halten wir nicht für sinnvoll. Da sollen sich dann gern andere drum streiten. Wenn sie dann aber doch entstehen, dann müssen diese Firmen ohne Wenn und Aber mindestens den gleichen Datenschutz- und Verbraucherschutzlinien unterliegen wie die etablierten Banken. Und ich finde, da darf es auch kein Abwägen geben. Da darf es kein Abwägen geben, und da darf es vor allem auch keinen Rabatt geben. Und da bin ich natürlich schon beim Lesen ein bisschen aufgeschreckt, wenn im Antrag von CDU und GRÜNEN dann steht, die Rede ist von einer innovationsfreundlichen Regulierung. Ich weiß nicht, was das bedeuten kann, aber wir sagen, bei Datenschutz und Verbraucherschutz darf es auf jeden Fall keinen Rabatt geben. Und das gilt natürlich erst recht im Bereich der Finanzmärkte, wo wir nach der Bankenkrise stärkere Regulierung, wo wir viel mehr Regulierung bräuchten und definitiv nicht weniger. Kleine, hochautomatisierte Unternehmen, die praktisch nur im Netz existieren, sind für Gesetzgeber dabei kaum noch greifbar, weil sie sich eben überall ansiedeln können. Und gerade die Datenschützer kritisieren die Fintechs ja regelmäßig aufgrund ihres Vorgehens, dass es fragwürdige Geschäftsmodelle gibt, wie beispielsweise, wenn automatisierte Versicherungsmakler-Apps im Kleingedruckten eine weitreichende Maklervollmacht einfordern bei fragwürdigen Nutzen für den Kunden und keinerlei persönlichen Beratung, und der bisherige menschliche Makler wundert sich, dass seine Vollmacht entzogen wurde. Das ist ein Beispiel. Gerade aber auch bei den smartphone-basierten Girokonten. Gerade auch hier stellt sich natürlich die Frage nach Sicherheit und nach Datenschutz, weil es da letztlich eben um das Geld der Kundinnen und Kunden geht und um die Frage, ob das vertrauenswürdig dort eben auch mit umgegangen wird. Natürlich, wenn irgendwo eine milliardenschwere Spielwiese entsteht, dann will der Finanzplatz Frankfurt natürlich auch dabei sein. Und die Drehergesellschaft des sogenannten Tech-Quartiers aus Land Hessen und Stadt Frankfurt, Uni, WIBank, KfW und anderen, stellt nun also eine Hochhausetage in Frankfurt für Existenzgründerinnen und Existenzgründer zur Verfügung. Ich finde ja, eine Hochhausetage ist jetzt erst einmal als Wirtschaftsförderung vielleicht nicht
also kaum der Rede wert. Es stellt sich vielleicht die Frage, warum es, ob es nicht vielleicht auch etwas günstigere Räume als ein Hochhaus an der Messe getan hätte. Auch die Deutsche Börse hat in Frankfurt ein solches Fintech-Hub eröffnet in Frankfurt, also ein paar Büroräume zur Verfügung gestellt. Ganz uneigennützig ist das natürlich nicht. Wie die anderen etablierten Unternehmen beobachtet sie den innovativen Start-up-Bereich genau, um sich potenzielle Konkurrenten dann auch gleich einzuverleiben. Und man muss ja auch sagen, dass viele Gründer eben gar nicht primär auf tragfähige Geschäftsmodelle abzielen, die dann eben langfristig sich entwickeln, sondern direkt auf eine Millionenübernahme hoffen. Und ich finde, da muss man auch über die Gefahr reden, dass hier wieder neue Blasen entstehen, weil Unternehmen, die es eigentlich fast noch gar nicht gibt, vollkommen überbewertet sind und einen Finanzmarktwert haben, den sie real überhaupt nicht erfüllen. Im vorletzten Jahr zum Beispiel hat die Deutsche Börse die unabhängige Handelsplattform 360T für etwa eine 3/4 Milliarde Euro übernommen. Das hat ja mit Rationalität und mit der objektiven Beurteilung des Werts eines Unternehmens überhaupt nichts mehr zu tun. Dabei fließt derzeit viel Geld in diese Unternehmen. Spekulanten investieren Milliarden auf der Suche nach dem sogenannten Einhorn, dem einen seltenen Unternehmen unter den vielen, das dann Erfolg hat, das dann tatsächlich das nächste Amazon oder Facebook wird und seinen Wert 40.000-fachen könnte. Und diese Goldgräberstimmung basiert natürlich auf einem Glücksspiel. Und deswegen sprechen ja manche schon davon und warnen davor, dass es zu einer neuen kleinen Dotcom-Blase kommen könnte, wenn Unternehmen eben derart überbewertet sind und das mit dem realen Wert nichts mehr zu tun hat. PayPal, das wohl etablierteste Fintech, ist schon längst mehr wert als die Deutsche Bank, meine Damen und Herren. Oft machen Unternehmen noch keinen Gewinn, sie sind aber schon Millionen wert. Und deshalb die jungen Fintech-Unternehmen sind nicht per se besser oder schlechter als die klassischen Banken, und sie müssen vor allem von der Politik genauso kritisch im Auge behalten werden wie der Rest der Finanzwirtschaft. Es mag kluge Konzepte unter den Finanzstartups geben, die für Verbraucherinnen und Verbraucher, die für die Realwirtschaft sinnvoll sein können. Was wir aber definitiv nicht brauchen, sind noch mehr technologiegetriebene, risikoreiche Finanzmarktprodukte für Zocker, ob in Frankfurt oder anderswo, weil ich glaube, die haben uns in den letzten Jahren schon genug Geld gekostet und genug dazu beigetragen, dass es eine Krise gab, wie wir sie erlebt haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat der Wirtschaftsminister, Staatsminister Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Beim Thema Fintech wird deutlich, was moderne Wirtschaftspolitik ausmacht, nämlich für innovationsstarke Unternehmen in der Gründungs- und Wachstumsphase attraktive Rahmenbedingungen zu bieten. Das genau haben wir uns vorgenommen. Das ist nicht sozusagen blind. Man läuft nicht allem hinterher, was gerade irgendeine Überschrift ist. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Finanzsektor befindet sich im digitalen Umbruch. Und ich glaube, dass wir es da wirklich mit einem disruptiven Ereignis zu tun haben. Und deswegen ganz banale Frage an alle, die hier im Raum sind. Wann waren Sie das letzte Mal physisch in einer Bankfiliale? Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, Herr Kollege Merz. Zweite Frage. Wo werden die meisten Versicherungsverträge inzwischen abgeschlossen? Beim Versicherungsvertreter um die Ecke oder bei Vergleichsportalen im Internet? Und man könnte viele solcher Beispiele weiter nennen. Natürlich ist es so, dass Bewährtes weiter bleibt, Kollegin Wissler. Gute Besserung. Der Schuh einer Marke mit drei Streifen, Hallenfußballschuh Marke Samba, ist bewährt und bleibt. Anderes wiederum verschwindet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist völlig klar, dass wir die Finanzbranche in einem digitalen Umbruch haben. Und unser Ziel muss es sein, modernen Finanztechnologien in Frankfurt ein attraktives Umfeld zu bieten,
und Neugründungen und etablierte Fintechs langfristig am Standort zu fördern bzw. zu halten. Weil man mag es bedauern, dass wir es dort mit einem disruptiven Ereignis zu tun haben, aber er findet statt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Er wird Auswirkungen haben auf die etablierten Unternehmen, die etablierten Banken am Standort. Deswegen müssen wir alles dafür tun, dass das, was neu entsteht, hier entsteht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, wenn Sie sich anschauen, dass wir dort etwas geschaffen haben, in enger Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, zwischen dem Finanzplatz und der Politik, dann ist es aus meiner Sicht etwas, wo wir anderen viel voraus haben und wo man an dieser Stelle das Tech-Quartier sicherlich als gutes Beispiel nennen kann. Das Tech-Quartier ist zentrale Plattform, auf der Finanzplatz, die angrenzenden Technologiebereiche, aber eben auch die wissenschaftlichen Institutionen zusammenwirken. Ich will an dieser Stelle sagen, ja, die Finanzwirtschaft war immer schon ein Vorreiter bei der Digitalisierung. Das merkt man auch daran, dass Frankfurt Rhein-Main wichtigster Standort für Rechenzentren deutschlandweit ist. Das hat auch etwas damit zu tun. Ich musste etwas schmunzeln, als ich Debatten über die Frage gelesen habe, welche Wachstumsraten, die eigentlich andere Länder so nennen, wirklich richtig sind und dass es inzwischen auch viele gibt, die nicht mehr schauen, was statistische Ämter melden, sondern sich beispielsweise den Stromverbrauch betrachten als Maßstab für das, was wirklich ist. An dieser Stelle muss man sagen, in Frankfurt haben im letzten Jahr die Rechenzentren den Flughafen als größten Stromverbraucher auf dem Stadtgebiet abgelöst. Das zeigt, was dort gerade passiert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und an dieser Stelle will ich ausdrücklich sagen, wir haben dort etwas, wo wir einfach merken, dass eine Welle im Gang ist. Und die spannende Frage ist, was tun wir dafür, dass sie sozusagen bei uns stattfindet. Und ich bin deshalb froh, Ihnen sagen zu können, dass seit rund zwei Wochen jetzt nicht mehr nur die Wirtschafts- und Infrastrukturbank und die Goethe-Universität, sondern auch die TU Darmstadt zu den Gesellschaftern des Tech-Quartiers gehört. Und ich finde, an dieser Stelle ist ja richtig, Kollegin Wissler hat von der Skepsis gesprochen, dass wir uns auch über die Datensicherheit Gedanken machen müssen. Und die TU Darmstadt ist sicherlich sozusagen deshalb ein guter Gesellschafter, weil Sie europaweit fast keine Hochschule finden, die in Sachen der Datensicherheit und des Schutzes privater Daten so vorangeht wie die Technische Universität in Darmstadt. Deswegen ist an dieser Stelle es so wichtig, dass wir auch die TU Darmstadt dabei haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen schaffen wir in Frankfurt im Tech-Quartier etwas, was Berlin, London eben nicht können. Wir bieten die Einbindung der Wissenschaft. Wir haben ein gemeinsam getragenes Fintech-Zentrum der Finanzplatzakteure. Und an dieser Stelle finde ich es ausdrücklich richtig, dass die Banken dabei sind. Und das, Herr Lenders, ist übrigens auch unsere Antwort auf die Frage, wie wir eigentlich die Risikokapitalgeber und die Start-ups zusammenbekommen. Es gibt einen physischen Ort, sozusagen, eine Hochhausetage, bald auch noch eine zweite dazu, wo sozusagen alle, die in diesem Zusammenhang etwas zu sagen haben, dabei sind und am Ende des Tages diejenigen, die auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten sind, auch diejenigen finden, die die neuen Ideen haben. Das ist auch eine Form von moderner Wirtschaftspolitik. Und wenn ich Ihnen sage, dass wir vor etwa einem Jahr das noch in weiter Ferne hatten und dass wir jetzt in Frankfurt an einer realen Adresse, nämlich am Platz der Einheit 2, dass sich alle von der Existenz und der Nachfrage nach einem Platz im Tech-Quartier überzeugen können, dann ist das durchaus etwas, wo hessische Wirtschaftspolitik stolz darauf sein kann. Und ich will an dieser Stelle auch sagen, das nächste Stockwerk mit ca. 120 weiteren Arbeitsplätzen ist im Umbau. Wir rechnen mit einer Eröffnung voraussichtlich im Mai. Und das sind gute Nachrichten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist angesprochen worden, die Bundesregierung hat Frankfurt als einen der fünf Digital Hubs benannt, also die deutschen Hotspots der
Digitalisierung und dass wir da dabei sind, in Frankfurt mit der Region Frankfurt-Rhein-Main, genau mit dem Bereich Fintechs, ist sicherlich ein gutes Zeichen, dass wir da nicht mehr nur alleine unterwegs sind, sondern dass es nun auch von der Bundesregierung beworben wird, um international Gründerinnen und Gründer, Investoren und Fachleute anzuziehen. Ich will das ausdrücklich sagen. Der Brexit wird das Geschäft auch vieler Fintech-Unternehmen in Großbritannien treffen. Und Frankfurt bietet da Lösungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also auch da wollen wir die Chancen nutzen, die sich ergeben. Und natürlich ist das Tech-Quartier nur ein Baustein auf dem Weg, Frankfurt-Rhein-Main zu einer international führenden Fintech-Region zu machen. Es geht auch weiterhin darum, dieses sogenannte Fintech-Ökosystem zu entwickeln und Frankfurts Potenziale und Stärken noch besser zu vermarkten. Aber ich will das einmal ausdrücklich sagen, das Thema Regulierung ist da von hoher Bedeutung. Deswegen will ich an dieser Stelle ausdrücklich sagen, wir haben ein hohes Interesse daran, dass der Finanzsektor so reguliert wird, dass sich eine zweite Krise, wie wir sie erlebt haben, nicht noch einmal wiederholt. Aber auf der anderen Seite kommt es immer darauf an, sich genau zu betrachten, mit welchen Maßstäben was gemessen wird. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Deutsche Bank etwas ist als, sagen wir mal, die Raiffeisenbank Offenbach-Biber oder die Volksbank Griesheim. Genauso ist klar, dass wir an dieser Stelle sozusagen die deutsche Börse etwas anderes ist als ein Start-up mit ein, zwei oder drei Beschäftigten. An dieser Stelle kommt es genau darauf an, Augenmaß anzuwenden, dafür zu sorgen, dass ordentlich reguliert wird, dass wir aber auf der anderen Seite nicht zu einer Situation kommen, dass jeder, der eine Idee hat, sich sofort sozusagen mit allem beschäftigen muss, was ursprünglich einmal zur Abwendung von systemischen Risiken angedacht worden ist. Das genau wird die große Aufgabe sein, die vor uns liegt, damit wir auch nicht Umgehungstatbestände übersehen. Nicht das, was nur weil es digital stattfindet, ist es sozusagen nicht risikolos, im Gegenteil an manchen Punkten. Das genau wird die Aufgabe der nächsten Monate und Jahre sein, einerseits eine effektive Regulierung zu haben und andererseits auch Augenmaß in diesem Bereich anzuwenden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen, ja, letzter Punkt an dieser Stelle. Es geht auch um die Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen. Es geht um umfassende Gründungsberatung. Es geht um umfassende Gründungsförderung. All das haben wir dort vor. Es geht aber auch um die Stärkung von dem Unternehmergeist an den Hochschulen. Das sind zentrale Instrumente. Ich will das ausdrücklich sagen. Unser Ziel ist es, die Gründung von innovativen Unternehmen in allen Wirtschaftszweigen zu fördern. Denn Digitalisierung und damit verbundene Herausforderungen betreffen alle Bereiche der Wirtschaft gleichermaßen. Ich bin mir aber sicher, dass das Tech-Quartier an dieser Stelle gute Beispiele liefert, wie wir auch in anderen Bereichen in diesen Fragen vorankommen. Also freuen wir uns gemeinsam, dass es an dieser Stelle vorangeht. Ich bin sicher, dass die Opposition an dieser Stelle auch weiter gute Gründe dafür hat, die Arbeit der Regierung zu loben. Die Regierungsfraktionen tun das auch. Wenn wir uns an der Stelle einig sind, dann ist das, glaube ich, eine gute Nachricht für alle. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Entschließungsantrag stimmen wir gleich ab. Wer dem Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN 19/43/77 eine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? SPD und FDP. Stelle ich fest, dass der Entschließungsantrag mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN beschlossen ist. Dann ist bei Ihnen verteilt Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Machbarkeitsstudie für eine Brücke zwischen Rüdesheim und Bingen, Drucksache 19/4452. Dringlichkeit wird allgemein bejaht. Dann wird dies Top 53. Wenn keiner widerspricht, können wir das heute Nachmittag mit dem Top 27 aufrufen. Das ist der Fall. Dann wird es so gemacht.